Wir haben 2 Tage von dem Bootcamp und der erste Teil war die Einführung zu KI, so die Grundlagen dazu und zum Prompt Engineering, also dass wir da auch verstehen, wie können wir gut mit den KI-Modellen zusammenarbeiten, dass wir da auch die Ergebnisse bekommen, die wir haben möchten. Und jetzt gehen wir nochmal im zweiten Teil etwas konkreter auch für die Anwendung in dem Bereich Online-Marketing. Morgen haben wir dann nochmal 2 Sessions. Die erste Session um 9:30 Uhr, da geht es darum, die eigenen GPTs zu erstellen. Also das sind die persönlichen Assistenten, die wir innerhalb von ChatGPT bauen können und trainieren können, dass die für uns bestimmte Aufgaben übernehmen und sozusagen dann so virtuelle Mitarbeiter haben. Und der zweite Teil wird darum gehen, wie wir Chatbots entwickeln können, die dann für uns alle möglichen Funktionen übernehmen können, also zum Beispiel für den Kundensupport in dem Unternehmen, für Wissensmanagement oder auch für andere Bereiche und werden da auch gemeinsam einen ersten Chatbot morgen erstellen. Aber heute fokussieren wir uns immer noch zum Bereich Online-Marketing und wie wir das meiste da rausholen können. Wenn wir an KI denken, denken wir ganz oft an ChatGPT direkt, was natürlich eins von den meistverbreitendsten Tools ist und einfach super flexibel ist, alles, was wir damit machen können. Und wir werden uns heute dann nochmal eine Erweiterung angucken, und zwar die ganze Copilot-Welt. Die Copilot-Welt, das ist auch von OpenAI und Microsoft. Und wir haben hier die Möglichkeit, dann über das Wissen und die Funktion von ChatGPT mit den Stärken von den unterschiedlichen Tools wie Excel, PowerPoint, Outlook und ähnliches zu kombinieren, sodass wir da nochmal wirklich so ein bisschen mehr rausholen können und auch mit den Tools, mit denen wir arbeiten in dem Unternehmen. Und wir werden uns hierfür eben so 2 Bereiche angucken. Wie ist das bei einem Marketing Manager und bei einem Content Creator? Und werden uns da auch nochmal so auf den Weg angucken, was sind denn so typische Aufgaben, die man macht? Wie könnte man die lösen, sodass wir da auch nochmal etwas konkreter gehen? Wie können wir in diesen Bereichen auch arbeiten? Wir starten mit einem Marketing Manager Profil. Was sind denn so typische Verantwortung, die wir da haben? Also wir haben da Strategie, Entwicklung und Umsetzung. Also müssen uns da überlegen, wer sind wir als Unternehmen, wo möchten wir hin und wie können wir das schaffen? Wir haben ein bestimmtes Budget zur Verfügung und müssen dann Entscheidungen treffen. Mache ich denn eine Social Media Kampagne? Bezahle ich eine Influencer Kooperation? Welche Tools benutze ich? Wir machen Analysen, müssen da verstehen, wer sind meine Wettbewerber, wer sind meine Kunden, wie kann ich die am besten erreichen. Wir stellen Kampagnen ein und gucken, wie wir die dann am besten koordinieren können. Und letztendlich sind wir ja auch im Marketing und alles, was wir machen, versuchen wir natürlich auch zu messen, um zu gucken, wie ist denn das gelaufen, wie hat meine Kampagne performt und was kann ich dann verbessern. Wir arbeiten dann oft zusammen auch mit unterschiedlichen Abteilungen. Es könnte sein, die Vertriebsabteilung, wo wir uns auf bestimmte Ziele mit abstimmen. Also Produktmanagement könnte auch sein, dass wir da auch sicherstellen, dass wir die Kampagnen, die wir haben, auch die Botschaften vermitteln, die für unsere Produkte wichtig sind. Wir könnten mit der Kundenbetreuung zusammenarbeiten und nutzen das Feedback, das wir dort generieren, um eben Insights zu haben, wie wir das am besten im Marketing umsetzen können und haben da oft auch externe Agenturen oder Freelancer, die für bestimmte Spezialaufgaben zuständig sind, die vielleicht die Produktfotos von unseren Produkten machen, die Webseite für uns erstellen und haben da noch mal vielleicht die IT-Abteilung für technische Unterstützung, die uns da helfen kann. Oder auch Jimdo an dieser Stelle eben, die uns da helfen können, wenn wir Probleme mit unserer Webseite haben. Und das alles natürlich, wenn wir jetzt im Unternehmen arbeiten. Aber wenn wir jetzt auch noch Solopreneure sind oder da eben alleine arbeiten an einem Projekt oder an einem kleinen Team, dann ist natürlich diese ganzen Verantwortung und diese ganzen anderen Bereiche ja auch Teil von unseren Aufgaben und von dem, was wir übernehmen müssen. Wir arbeiten oft mit solchen Tools eben wie Excel, PowerPoint, SQL, Google Analytics, um zu sehen, wie unsere Webseite vielleicht auch nochmal performt, Outlook, Teams oder Zoom.
ein CRM, wo wir alle Informationen von unseren Kunden haben, Social Media Management Tools oder auch unsere Content Management Systeme und Jimdo, wo unsere Webseite dann gehostet ist. Wir haben da so ein paar klassische Pain Points und Herausforderungen im Marketing Management. Und wir sehen das jetzt einfach in den letzten Jahren mit dem Wachstum von KI und es kommen überall neue Tools raus und irgendwie überall neue Trends. Und das ist dann manchmal echt schwierig, da mitzuhalten und einen Einblick zu bekommen, was ist denn jetzt wirklich für mich wichtig? Und vor allem, wenn auch diese ganzen neuen Tools rauskommen, wie kann ich die am besten da auch integrieren, dass ich da nicht 100 unterschiedliche Tools letztendlich habe und die alle alleine arbeiten, sondern dass ich das meiste daraus nutzen kann. Und vor allem, also als Marketing Manager hat man auch natürlich viel Herausforderungen, das Zeit zu managen und viele Projekte. Und das natürlich, wenn ihr jetzt auch nochmal einzelne Unternehmer sind, dann ist das ja eins von den riesigen Herausforderungen. Eins unserer begrenzten und knappsten Ressourcen ist die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Und die dann am sinnvollsten einsetzen, dass wir auch das meiste rausholen können von unseren Projekten. Und wann haben wir nochmal andere Herausforderungen? Also wie können wir dann unser also ROI, so unser Return on Investment, am besten messen, sodass wir da auch sicherstellen können, dass wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, also sei es unsere eigene Zeit, sei es das Budget, das wir zur Verfügung haben, eben am besten nutzen, um unsere Ziele im Marketing zu erreichen. Und wir gucken uns jetzt ein paar von diesen Aufgaben an. Und zwar haben wir so diese klassische Reise. So, wenn wir überhaupt irgendwo starten, dann ist es ja ganz wichtig, dass wir verstehen, so, was ist denn unser Markt, wer sind unsere Wettbewerber, wer sind unsere Zielgruppen. Einfach eins von diesen klassischen Anfangsbereiche, die wir sehr, sehr gut verstehen müssen, um uns eben danach später gut positionieren zu können, dass wir da auch die Nischen finden können, wo wir uns etablieren können und letztendlich auch verstehen, wie wir unsere Zielgruppe ansprechen können und auch einen Mehrwert für unsere Zielgruppen zu bekommen. Und wenn wir an der Recherche denken, dann haben wir natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Also könnten das über ChatGPT die Reise starten und einfach da die Informationen zusammenfassen. Wir können das über Perplexity machen, die zusätzlich nochmal die Quellenangaben hinzufügen. Und eine weitere Möglichkeit, die wir zur Verfügung haben, ist, wir könnten das theoretisch direkt über Word machen, wenn wir da mit Copilot zusammenarbeiten. Und das möchte ich da nochmal etwas nochmal gezielter heute zeigen. Dafür muss ich einmal auf Word wechseln. Und zwar jetzt müsstet ihr das sehen. Also es ist ganz normal unser normaler Word. Und Copilot ist dann eine Erweiterung, die wir nutzen können, um direkt eben auf diese ganze Stärke von ChatGPT zurückzugreifen, die dann direkt in Word integriert ist, in der ganze Office-Welt. Das Gleiche könntet ihr selbstverständlich auch über ChatGPT direkt zu machen. Wir wollen euch in diesem Bootcamp nochmal ein weiteres Tool vorstellen, was auch eigentlich sehr, sehr gängig ist und sehr beliebt ist. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, also wenn wir hier so draufdrücken, können wir direkt mit Copilot arbeiten und können die Aufgaben hier sagen. Und in der vorigen Session haben wir uns angeguckt, wie können wir gute Prompts schreiben, sodass wir da wirklich das Output bekommen, was wir suchen. Und wir werden heute mal starten, einfach um zu gucken, wie könnten wir mit Copilot arbeiten und wie können wir im Marketing dann starten, diese Rechercheanalyse durchzuführen. Das heißt, wir sagen hier, Copilot, ich benötige eine umfassende Marktforschung und Analyse, um die vegane Lebensmittelindustrie zu verstehen und potenzielle Chancen und Herausforderungen zu identifizieren. Füge eine Tabelle bei, die den Umsatz
Veganer Produkte nach Kategorie und Quartal in Millionen Euro im Jahr 2023 zeigt. Also angenommen, wir arbeiten, haben die Idee, wir wollen ein neues Startup gründen und mich interessiert die vegane Lebensmittelindustrie und ich möchte da gerne einfach verstehen, wie ist denn der Markt aufgestellt, was sind da Entwicklungen, die wir gesehen haben und was für Umsatz gibt es da auch in den unterschiedlichen Bereichen, die wir sehen können. Dann sagen wir hier, ich benötige eine umfassende Marktforschung und Analyse, um die vegane Lebensmittelindustrie zu verstehen und potenzielle Chancen und Herausforderungen zu identifizieren, füge eine Tabelle bei den Umsatz veganer Produkte nach Kategorie und Quartal in Millionen Euro im Jahr 2023 zeigt. Und das können wir jetzt hier direkt erstellen über Copilot bzw. über Word und können da auch sehen, jetzt denkt er noch, aber haben da schon so einen sehr, sehr guten Einblick in den Bereich. Wir überfliegen das hier so ein bisschen, also Marktforschung und Analyse der veganen Lebensmittelindustrie, eine umfassende Untersuchung der Chancen und Herausforderungen. Einführung: Die vegane Lebensmittelindustrie hat in den letzten Jahren weltweit ein beachtliches Wachstum erlebt, mit zunehmendem Bewusstsein für gesundheitliche Vorteile, ethische Überlegungen und Umweltaspekte entscheiden sich immer mehr Menschen für eine vegane Ernährung. Diese Marktforschung zielt darauf, die aktuellen Trends, potenzielle Chancen und Herausforderungen in der veganen Lebensmittelindustrie zu analysieren. Wir lesen das jetzt nicht alles durch, sonst sind wir da noch mal bis Ende des Bootcamps hier mit der Analyse beschäftigt. Aber könnten hier sehen, so Markttrends und Wachstum, sehen da noch mal so ein paar Verbrauchertrends, also zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, Nachhaltigkeit und ethische Überlegungen. Wir sehen da ein paar Chancen über Innovation, Marktexpansion oder Partnerschaften, ein paar Herausforderungen wie Kosten, Geschmack und Textur oder Marktpositionierung. Und hier ist auch diese Tabelle, die mich interessiert hat, weil ich wollte da nicht nur einfach wissen, was sind denn so Tendenzen, sondern auch wirklich, was sind denn so die Zahlen dahinter. Und hier kann ich dann einmal sehen, so was ist der Umsatz der veganen Produkte nach Kategorie und Quartal. Also hatte da auch das in den, ja, in den Ausgabeformat angefragt, dass das besonders wichtig für mich ist, nochmal zu gucken, wie haben sich denn diese Produkte in letzter Zeit entwickelt und könnte einfach sehen, so Fleischalternativen sind am Wachsen, Milchalternativen ist ein Bereich, der auch wächst, aber sehen wir hier vielleicht schon ein bisschen stärker. Snacks und Süßwaren als nächste, Fertiggerichte und sonstige so aufgeteilt. Aber Fleischalternativen scheint da wirklich ein großer Markt sein, der da nochmal gewachsen ist. Und hier als kleiner Fazit: Die vegane Lebensmittelindustrie bietet zahlreiche Wachstumschancen, wird aber auch mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Unternehmen, die in der Lage sind, innovative Produkte zu entwickeln und effektive Marketingstrategien zu implementieren, haben das Potenzial, in diesem wachsenden Markt erfolgreich zu sein. Mit der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und ethisch hergestellten Lebensmitteln ist die vegane Lebensmittelindustrie gut positioniert, um langfristig erfolgreich zu sein. Also habt ihr hier einen ersten Einblick bekommen. Und ich könnte hier zum Beispiel sagen, mach es formell. Ich kann da noch mal paar Änderungen nachfragen, die das System haben möchte. Mach es kürzer, mach es länger. Such weitere Daten dazu, kann das alles bearbeiten oder kann da eben in dem Moment, wenn ich sage, okay, das wollen wir jetzt beibehalten, könnte trotzdem noch so einzelne Bereiche dann hier verändern und sagen, ja, ich möchte hier das umschreiben, möchte ich als Tabelle visualisieren oder Änderungen vornehmen. Was natürlich sehr, sehr schön ist, weil wir da einfach viel mehr nochmal personalisieren können. Wo wir vielleicht mit ChatGPT so manchmal an den Grenzen kommen, weil das etwas so ein Output hat, was wir dann nochmal verändern, also was wir kopieren und überarbeiten. Beziehungsweise, die haben ja vor kurzem auch Canvas eingeführt, also nicht mit der App Canva zu verwechseln, sondern dass man genau diese Bereiche auch über ChatGPT einzeln überarbeiten kann und das Ausgabe-Output, also was wir von ChatGPT bekommen, noch innerhalb
ChatGPT bearbeiten können, ohne dass wir das kopieren müssen, ohne dass wir dann sozusagen dann nochmal andere Tools nutzen können, können wir über ChatGPT Texte verlängern, verkürzen, Tonalität ändern. Aber hier habt ihr eben mit Copilot eben noch eine Möglichkeit, weitere Input zu bekommen. Was immer wichtig ist aus meiner Perspektive, ist, wir haben jetzt hier wirklich sehr, sehr viel Information von ChatGPT zu diesem Thema bekommen. Und es ist aber wichtig, dass man überprüft, ob diese Informationen alle korrekt sind, natürlich. Und als weiteres, wenn ihr auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, mit Teammitgliedern oder wenn ihr das in der vielleicht Marketingabteilung präsentiert, bei potenziellen Investoren oder ähnliches, dass man bei den unterschiedlichen Stakeholder auch erwähnt, dass die Daten aus ChatGPT oder beziehungsweise mit KI generiert worden sind. Denn wenn wir wollen ja alle keine Überraschung haben, sondern wir wollen da auch genau transparent sein, welche Tools wir benutzen und was was die Limitierungen vielleicht oder die Rahmenbedingungen von dieser Recherche bedeuten. Und hier haben wir unsere Reise gestartet mit der Recherche, die wir haben, die wir hier mit. So, Entschuldigung, dieses Wechseln von Fenstern, da kommt auch jetzt Zoom manchmal an die Limitierungen, aber haben hier so einen ersten Einblick von einer typischen Aufgabe, die wir machen können. Wir können Marktanalyse machen, um zu verstehen, was ist denn so unterschiedliche Potenziale hinter unseren Produkten und hinter unserer Idee. Wettbewerbsanalyse könnten auch hier nochmal gezielt sagen, guckt ihr, welche unterschiedliche Wettbewerber gibt es in dem Bereich vegane Milchalternativen oder auch natürlich denkt auch was so an den RTF Framework, den wir vorhin uns angeguckt haben und wir da nochmal zusätzlich sagen, ja, stell das vielleicht meine ganzen Wettbewerber noch bei einer Tabelle, fasse das zusammen, schreibe, welche Produkte haben die, was ist der USP, welche Märkte sind die und so weiter, dann hätte man schon einen sehr, sehr guten Einblick. Oder Zielgruppenanalyse, um da auch nochmal unsere potenzielle Kundinnen besser zu verstehen. Und wir gehen dann nochmal einen Schritt weiter. Und wir sehen, wir haben jetzt gerade angefangen, uns unseren Markt anzugucken und hatten da gesehen, ah, da gibt es so unterschiedliche Kategorien, die Potenzial haben. Und jetzt möchte ich mal überlegen, wie kann ich das für meinen Markt nutzen und möchte da ein paar Bereiche analysieren. Und das heißt, das ist auch eine typische Aufgabe, die wir im Marketing haben, einfach viele Daten analysieren, uns sozusagen, okay, was können wir da als Insights generieren, also was performt gut, sei es in Marktzahlen, um zu sehen, welche Produkte können wir entwickeln. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir wollen gucken, wo habe ich Potenzial, meine Webseite zu verbessern, welche Möglichkeiten habe ich, meine Bounce Rate zu optimieren, wo gibt es nochmal Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, oder eben in Social Media, dass wir sagen, okay, lass uns doch mal gucken, welche Posts performen gut, um zu sehen, was für Inhalte können wir nochmal für die Zukunft generieren. Und wir wollen jetzt einfach unsere Reise weiterführen. Wir haben uns jetzt gerade den veganen Markt angeguckt und haben da eine Tabelle generiert, um zu gucken, was ist denn so der Wachstum von den unterschiedlichen Produkten, die wir dort zur Verfügung haben. Und jetzt habe ich als Marketingmanager, habe ich meine Analyse einmal kopiert und ich habe die bei Excel hochgeladen und mache jetzt meine Excel-Tabelle hier hoch. Und dann sehe ich, also habe hier mein Wachstum, habe meine Kategorien, also was wir uns gerade hier so angeguckt haben, Fleischalternativen, Milchersatzprodukte, Fertiggerichte und sonstiges, habe meine unterschiedlichen Quartale, so Q1, Q2, Q3, Q4 und habe dann hier meinen Umsatz in Millionen, also habe hier diese ganzen Daten. Und mit diesen Integrationen von Copilot könnte ich dann hier so ein kleines Fenster nochmal zusätzlich aufmachen. Und dann sagt Copilot schon, womit kann ich dir helfen? Also ich kann dir Formelspalten vorschlagen, ich möchte Pivot-Tabellen erstellen, ich möchte Farbe und Formatierung übernehmen oder ich möchte jetzt Copilot nach etwas Bestimmtes fragen. Und da haben wir schon so einige Einblicke und das, was schön ist, ist, wir
haben da, müssen vielleicht nicht unbedingt alle Formeln können, sondern wir können da direkt ChatGPT fragen, dass er bestimmte Analysen durchführt, bestimmte Spalten ergänzt. Und damit können wir auch diese Arbeit erleichtern, weil wir vielleicht nicht mehr mit Formeln arbeiten müssen, sondern mit natürlicher Sprache, also wie wir auch da fragen werden. Und meine Reise interessiert mich jetzt. Ich möchte ChatGPT hier einfach mal fragen, so welche, beziehungsweise nicht ChatGPT, aber Copilot, welche Kategorie hatte den größten Umsatz im ersten Quartal? Und da, also wie natürlicher Sprache, und da analysiert das jetzt Copilot. Und das dauert noch ein bisschen, aber wird bestimmt so nach und nach schneller sein. Und dann sagt er mir hier so, die Milchersatzprodukte Q1 hat am meisten Umsatz bekommen. Und das ist dann eben eine Möglichkeit, eben mit diesen Daten gut umzugehen und mit Copilot. Und jetzt haben wir natürlich hier eine etwas einfachere Tabelle und eine einfachere Formel, wo wir das theoretisch auch mal durchlesen könnten. Aber wir sehen einfach das Potenzial dahinter, wo wir diese ganzen Daten analysieren können und uns die Arbeit wirklich nochmal etwas leichter machen können und auch vielleicht schnellere Insights zu generieren, besser Daten zu analysieren und einfach einen besseren Einblick zu bekommen, was passiert mit meinem Unternehmen, was passiert mit meinen Kanälen und wie kann ich das optimal für mich nutzen. Und wir gehen jetzt nochmal die Reise ein bisschen weiter und gehen die Reise ein bisschen weiter und haben jetzt unsere Daten analysiert und wollen dann im Marketing weiterarbeiten. Und das Gleiche möchte ich noch einmal, weil ich weiß, dass wir nicht alle Copilot nutzen oder wie wir noch ein weiteres Tool nutzen wollen, sondern wir gucken uns auch hier, wie sieht denn das über ChatGPT aus? Wie könnte ich das machen? Und wir haben hier eine etwas vollere Tabelle, sagen wir. Und wir haben jetzt ein Beispiel und sehen hier so Treibhausgasemissionen der Europäischen Union in Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalenten. Und wir sehen hier diese ganzen unterschiedlichen Länder, also Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland bis Zypern und können dann sehen, wie viele Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen wurden erzeugt und wie viel hat sich das verändert. Und wir wollen jetzt wissen, so welches Land hat in welchem Jahr 37 Millionen Tonnen Treibhausgas emittiert? Und wie können wir dann so mit ChatGPT damit arbeiten? Und damit gehen wir jetzt nochmal zu ChatGPT. Einmal rüber. Eine Sekunde. Ah, da muss ich das Vollzeit. So, Entschuldigung, dieses Wechseln ist immer ein bisschen kompliziert. Aber ich habe hier meine Tabelle, die wir sehen, was wir uns gerade angeguckt haben mit den Treibhausgasemissionen. Und ich ziehe das jetzt hier rein, so ein ChatGPT, und frage einfach ganz normal, wie ich das fragen würde, welche Kategorie hatte den größten Umsatz im. Ups, nee, das ist ja die letzte Frage. eine Matthias, Sekunde. wir sehen jetzt noch nur ein schwarzes Bild. Ah, okay. Dann muss ich vielleicht Freigabe nochmal starten. Seht ihr das jetzt? Ja. Ah, okay. Also, wie das funktioniert, ist ganz normal. Ich habe hier ChatGPT. Ich habe meine Tabelle, die wir sehen. Und die lade ich einfach hier so durch Drag and Drop hoch. Und frage dann ChatGPT, welches Land hat in welchem Jahr 37,1 Millionen Tonnen Treibhausgas emittiert? Und da haben wir schon so komplexere Tabellen und dann können wir ja fragen, so ChatGPT. Können wir dann Fragen stellen. Und dann würde es mir sagen, so das Land, das im Jahr 2022 37,1 Millionen Tonnen Treibhausgas emittiert hat, ist die Slowakei.
Und das heißt, das ist jetzt natürlich etwas eher so spielerisch, weil es mich interessiert hat, da Daten zu finden. Aber stellt euch vor, das könntet ihr machen. Ich möchte wissen, welches Produkt hat den größten Umsatz. Wenn wir jetzt tausende Produkte haben, ist es natürlich da etwas komplexer, solche Daten zu analysieren. Und da können wir eben ChatGPT oder Copilot als Unterstützung nutzen, dass die diese Aufgaben für uns übernehmen. Unsere Reise geht natürlich noch etwas weiter. Und zwar, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte gerne in den Markt von veganen Käsealternativen einsteigen. Also meine Recherche, die wir jetzt gestartet haben über Copilot in Word, hatte gezeigt, dass die Käsealternativen ein Markt ist, der interessant ist, auch am Wachsen ist. Und da möchte ich eine Präsentation erstellen. Und dafür kann ich jetzt auch zu PowerPoint rübergehen. Und in PowerPoint würden wir das einmal gemeinsam testen. Seht ihr PowerPoint? Ja. Perfekt. Also dann sehen wir hier PowerPoint, haben eine ganz, ganz leere PowerPoint, noch gar keine Informationen durchgeführt. Und werde jetzt auch die Möglichkeit einfach sagen, okay, stelle eine Präsentation mit Informationen zu oder aus einer Datei. Ich möchte einfach eine Präsentation erstellen zum Thema Käsealternativen. Oder wir sagen hier vegane Käsealternativen. Also mit ganz minimalen Input, ganz wenig, ein nicht optimaler Prompt, sagen wir in dem Moment, aber wir wollen einfach gucken, wie funktionieren diese Tools und was bekomme ich als Output dazu. Und kann da sehen, habe erstmal so eine Übersicht über die Themen, die aufgenommen werden können durch dieses System. Und die sagen vegane Käsealternativen, Geschmack ohne Kompromiss. Einführung in vegane Ernährung, Geschichte und Entwicklung veganer Käsealternativen, Herstellung und Zutaten veganer Käsealternativen, Geschmack, Textur und Einsatzmöglichkeiten und Markt- und Konsumentenakzeptanz. Ich könnte hier theoretisch nochmal die Inhalte anpassen oder eben einfach die Folien direkt generieren. Und das machen wir, also das dauert ein bisschen, da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld mitbringen. Aber können da gleich nochmal sehen, diesen Vorschlag, den Copilot macht. Und das ist in einigen Fällen, also die Inhalte waren ja schon gute Punkte drin, die wir berücksichtigen können, hätten wie gesagt das nochmal anpassen können. Und jetzt werden wir auch die Slides haben, wo das alles strukturiert wird und die Bilder auch über Dolly quasi geschickt werden. Bekommen hier eine Übersicht, wie das dann aussieht und können das gleich, wenn das durch ist, dann einmal erzeugen. Da arbeitet, ist ja eigentlich ganz spannend zu sehen, dass wir da sehen und zack, haben wir eine Präsentation erstellt, die relativ schnell ging. Und ich habe jetzt in dem Moment, haben wir ja gemeinsam gemacht, ich habe nur geschrieben, vegane Käsealternativen. Und habe jetzt vielleicht eine Aufgabe sehr schnell abgewickelt, die normalerweise ja mehr Zeit brauchen würde. Präsentation aufbauen ist natürlich immer etwas zeitaufwendig, Informationen rauszusuchen, sich dann Layout zu entscheiden. Und das hat das jetzt für uns ziemlich, ziemlich einfach und ziemlich schnell gemacht. Und wir überfliegen das einfach, um zu gucken, was ist denn da passiert. Haben hier so vegane Käsealternativen, Geschmack ohne Kompromiss. Haben da ein paar Bilder von Käse, haben da eine Agenda, was werden wir hier beachten? Klicken da uns einfach durch, so Einführung in vegane Ernährung, Grundlagen der veganen Ernährung, haben da auch Bilder, die über Dolly generiert wurden, Vorteile einer pflanzlichen Ernährung, also inhaltlich glaube ich schon ganz gut, auch wenn der Salat ein bisschen traurig aussieht, aber können wir ja immer Bilder anpassen und weiter optimieren, wie wir uns das wünschen. Dann hätten wir hier nochmal so andere Bereiche wie häufige Missverständnisse und wir klicken uns da durch, einfach um zu gucken, was haben wir hier noch. Technologische Fortschritte, aktuelle Trends und Entwicklung,
Herstellung und Zutaten veganer Käsealternativen. Könnt ihr sehen, Nüsse, Soja oder anderen Pflanzen, Herstellungsprozesse, Fermentation und Enzyme, gesundheitliche Vorteile, Geschmack und so weiter. Also haben da wirklich da einen sehr, sehr schnellen Einblick in die Kategorie bekommen und eine Präsentation gemacht. Ups, eine Präsentation gemacht. Und hiermit haben wir da so uns einfach eine sehr, sehr große Unterstützung geholt durch dieses System. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Präsentation. Könnt ihr die wieder sehen? Perfekt. Und da sehen wir einfach, also Aufgaben, die uns mehrere Stunden kosten, können wir jetzt ziemlich schnell nochmal umsetzen. Und wir können da eben die Inhalte entwickeln, wie wir das gerade gemacht haben. Wir könnten aber auch das etwas anpassen und sagen, so dass die Präsentation eben nach bestimmter CI-Angaben vorbereitet wird und dann letztendlich auch diese ganzen Inhalte, die wir haben, die können wir nochmal manuell anpassen, sodass wir da einen guten Einblick bekommen, und ja, eine gute Präsentation, die das auch dann kommuniziert, was wir letztendlich haben möchten. Wir gehen da die Reise nochmal ein bisschen weiter. Also im Marketing erstellen wir dann auch Briefings, entweder für eine Agentur, die vielleicht ein paar ja, Posts vorbereiten soll für unseren veganen Käse, den wir gerade entwickeln, oder für Content Creator, die sollen unser veganer Käse promoten. Und wir möchten einfach, dass die genau wissen, so welche USPs sollen sie kommunizieren, also welche Eigenschaften von unseren Produkten, was ist denn das Ziel von der Zusammenarbeit oder von der Kampagne. Wir können da auch sicherstellen, dass bestimmte Markenrichtlinien eingehalten werden in den Briefings und können das auch alles dann direkt über Copilot dann formulieren. Und könnten dann hier sagen, so erstelle ein Briefing für eine Agentur, die eine Kampagne für meinen neuen veganen Käse entwickeln soll und bekommen da diesen ganzen Einblick über die Kampagne. Das würden wir uns jetzt nicht mehr angucken. Wir haben schon ein Beispiel so über Copilot gesehen, aber dann könnt ihr diese ganzen Briefings nochmal formulieren und möchte auch da immer noch unterstreichen. Also denkt wirklich so an Prompt Engineering, gute Prompts zu schreiben. Das ist hier etwas kurz gehalten, nur der Darstellung halber, aber guckt da, dass ihr wirklich die Infos einbezieht, die eure Partner auch brauchen, die mit den Informationen dann letztendlich arbeiten werden. Wir gehen da weiter diese Reise und wenn wir dann Agenturen beauftragen oder Content Creator, dann stellen wir oft diese Inhalte vor oder die Briefings und machen dann nochmal ein Telefonat. Und dann haben wir ja unterschiedliche Tools, die uns dabei unterstützen. Also wenn das jetzt über Copilot ist, wenn wir die Gespräche über Teams durchführen, dann können wir ja eigentlich Zusammenfassung später bekommen von den Telefonaten, von den Konferenzen, könnten dann Aufgaben formulieren, könnten auch Feedback auch von der KI direkt bekommen und haben da die Möglichkeit einfach, ja, da sozusagen die Protokolle von den Terminen oder die Aufgaben, die daraus resultieren oder was wir uns vereinbart haben, da nochmal einmal darstellen. Und das hat natürlich nicht nur Copilot, sondern Zoom hat ja auch Möglichkeiten, das zu machen oder Google hat auch die Möglichkeiten über Gemini for Workspace, dass ihr solche Punkte auch nutzen könnt. Und wenn wir uns das angucken. Also in der Position Marketing Manager haben wir da einige Mehrwerte, die für uns wichtig sind, wenn wir mit KI sind, also ein paar Vorteile. Wir können super viel Geschwindigkeit erzielen, wir können viel schneller arbeiten. Haben wir gerade gesehen, wie schnell haben wir eine Analyse über vegane Lebensmittelindustrie hergestellt, Potenzial von vegane Käsealternativen gemacht, haben ein Briefing für eine Agentur formuliert. Und haben da einfach sehr, sehr viel Zeit gespart. Wir können sehr präzise arbeiten, weil wir einfach, wenn wir präzise mit der KI arbeiten und auch Daten analysieren, haben wir da riesige, gute Einblicke, die wir bekommen können und können natürlich auch stärker skalieren.
Und können da so einige Anwendungsfälle für euch, auch die ihr gut nutzen könnt, ist einfach so die Zielgruppenanalysen. Guckt euch an, wer sind eure Kundinnen, was für Themen sind wichtig für eure Kunden, wenn ihr Kampagnenmanagement machen möchtet, also überlegt euch und arbeitet mit KI, um Ideen zu generieren, was für Kampagnen können wir machen, die auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe eingehen können. Wir können ganz viel Content eben personalisieren. Wir können alles gut messen, auch bessere Entscheidungen einfach treffen, weil wir die Daten analysiert haben, um besser zu verstehen, was passiert und können da auch nochmal wachsen in andere Märkte. Wir gucken uns die zweite Perspektive jetzt einmal an und haben hier von Content Creator, also was sind so typische Verantwortungen von Content Creator? Oder die Kreativen in den Unternehmen, beziehungsweise in vielen Fällen von uns, gerade die hier teilnehmen, ist das ja wahrscheinlich, sind wir sowohl Marketing Manager als Content Creator. Das heißt, wir müssen hier Inhalte erstellen für mehrere Plattformen, für Instagram, für LinkedIn, für YouTube, unser Newsletter. Wir müssen dann diese Inhalte anpassen, die auch dann für die Zielgruppe und der Plattform passen. Es ist ja auch, wenn wir es über gleiche Thema schreiben, es ist ja anders, wie wir auf LinkedIn kommunizieren, als wie wir auf Instagram kommunizieren. Wir müssen auch gucken, welche Trends gibt es, welche können wir für uns nutzen, dass wir auch das Feedback analysieren. Und wir arbeiten dann oft auch mit Marketing- und Designs-Teams zusammen und wollen da eine einheitliche Markenbotschaft schaffen. Oft arbeiten wir dann sozusagen mit dem Marketing-Team, um eben die Content-Strategie und Kampagnenziele abzustimmen. Wenn wir einen Social Media Manager haben, einfach um die Planung und Umsetzung von den Social Media Strategien oder auch mit externen Partnern wie Agenturen, anderen Partner oder Werbetreibende. Was für Tools haben wir oft? Einige so Grafikdesign-Software-Tools wie Adobe, Photoshop und Canva. Content-Management-Systeme wie Jimdo oder Squarespace oder ähnliche, wo wir die Inhalte für unsere Webseite verwalten. Und SEO-Tools wie Sistrix oder andere Tools, wo wir eben das für die Suche optimieren können. Was für Probleme oder Herausforderungen haben wir oft an diesem Punkt? Wir müssen da ständig kreativ bleiben, innovativ bleiben und wir haben da einen Zeitdruck. Wir haben nur bestimmte Stunden in der Woche zur Verfügung oder am Tag und müssen da viele Inhalte produzieren, die auch gut performen. Und wenn wir auch Inhalte erstellen, dann ist es auch manchmal eine Herausforderung, alles zu bewerten und gucken, was performt denn am besten. Und die Algorithmen ändern sich ja auch. Dann sieht man auch, wir müssen da etwas flexibel bleiben und mit der Zeit gehen. Und einfach, wenn jetzt bei einer bestimmten Plattform längere Videos gepusht werden, dann längere Videos zu machen. Wenn es etwas kürzere Videos sind, dann etwas kürzere Videos zu machen. Dann ist es ab und zu vielleicht eher ein Bild. Dann sind es vielleicht Karussells und dass wir da auch etwas flexibel passen und die Inhalte, die wir haben, dann für die Plattform sozusagen anpassen. Und das ist auch eine Herausforderung, ist eben auch, dass wir die Qualität und die Inhalte für die unterschiedlichen Plattformen so an unsere CI anpassen. Und da haben wir so einige Herausforderungen. Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir ja Möglichkeiten, zum Beispiel SEO-Content für unsere Webseite zu machen und könnten da ein Workflow machen. Und das ist so ein Workflow, den ich besonders gerne nutze, wenn wir Inhalte entwickeln. Also ich starte meine Reise eben mit ChatGPT und recherchiere nach Keywörtern, die wichtig sind, gucke dann, dass ich da meinen Blogbeitrag schreibe und werde dann in dem Moment nochmal kontrollieren, ob das alles richtig geschrieben wurde mit DeepL-Write. Und gucke, ob diese Inhalte schon irgendwo anders verfügbar sind. Also einerseits, dass wir meine Inhalte, die ich veröffentliche, nicht von anderen Webseiten benutzt werden, sodass die Algorithmen da meine Webseite nicht penalisieren. Aber auf der anderen Seite auch einfach, um sicherzustellen, dass da keine Inhalte nutzen, die vielleicht von jemand anders schon geschrieben wurden, wo ich vielleicht auch
ja gar nicht verwenden darf. Das heißt, das ist eine gute Kombi, diesen Workflow zu machen. Und das gucken wir uns einmal an, wie das funktioniert, wie man so einen Workflow machen kann und wie ich das jetzt hier für mein Unternehmen einmal umsetzen kann. Ich starte meine Reise bei ChatGPT. Seht ihr ChatGPT? Perfekt. Das heißt, wir starten mal mit, wir wollen da einen Blogbeitrag für unseren veganen Käse machen. Das heißt, ich starte hier wieder mit, du bist ein SEO-Experte und hilfst mir Schritt für Schritt qualitativ hochwertige Blogbeiträge für meine Webseite zu schreiben. Also Rolle, wieder von unser Framework, Rolle, du bist ein SEO-Experte und hilfst mir Schritt für Schritt qualitativ hochwertige Blogbeiträge für meine Webseite zu schreiben. Dann beschreiben wir die Aufgabe. Recherchiere die wichtigsten Keywords zum Thema veganer Käse für einen Blogbeitrag auf Deutsch zum Beispiel. Die Aufgabe und dann unser Output. Gib mir eine Liste der Keywords. Achte darauf, dass sowohl Keywords mit hohem Suchvolumen als auch Longtail-Keywords enthalten sind. Sowohl so ein paar, du bist ein, okay, dann haben wir hier unsere Rolle. Du bist ein SEO-Experte und hilfst mir Schritt für Schritt qualitativ hochwertige Blogbeiträge für meine Webseite zu schreiben. Die Aufgabe, recherchiere die wichtigsten Keywords zum Thema veganer Käse für einen Blogbeitrag auf Deutsch. Und Format, gib mir eine Liste der Keywords, achte darauf, dass sowohl Keywords mit hohem Suchvolumen als auch Longtail-Keywords enthalten sind. Das heißt, jetzt arbeitet das System. Und ich hatte euch da auch in der vorigen Session ein bisschen erzählt, dass wir es auch eigentlich ganz gut ist, wenn wir dann immer weiter verfeinern und auch die KI-Modelle, in dem Moment jetzt ChatGPT, so ein bisschen an die Hand führen und dann weiter die Aufgaben letztendlich formulieren. Und das ist so mein Start. Ich möchte ja einen Blogbeitrag und habe erstmal hier so meine Haupt-Keywords mit hohem Suchvolumen gefunden: veganer Käse, veganen Käsealternativen, pflanzlicher Käse, veganer Käse kaufen, bester veganer Käse. Und habe dann noch mal ein paar Longtail-Keywords wie veganer Käse selber machen, Rezept. Und eigentlich möchte ich ja aber einen Blogbeitrag schreiben. Das heißt, ich sage hier dem System noch mal, schreibe einen Blog-Eintrag auf Deutsch mit maximal 200 Wörter, indem du die verschiedenen veganen Käsealternativen erklärst und die Vorteile für Gesundheit und Umwelt erklärst. Okay, dann sagen wir dem System hier, schreibe diesen Blogbeitrag und werde den hier einmal sehen, 200 Wörter und sehe veganer Käse, Vielfalt und Vorteile für die Gesundheit und Umwelt. Veganer Käse ist eine pflanzliche Alternative zu herkömmlichen Käse und bietet eine Vielzahl an Geschmacksrichtungen und Texturen. Zu den beliebtesten Sorten gehören Käse aus Nüssen wie Cashews und Mandeln, Sojakäse, sowie Käse aus Kokosöl und Kartoffelstärke. Jede Variante hat ihren eigenen Charakter, von cremiger Frischkäse bis zum schmelzenden Mozzarella für Pizza. Diese Inhalte würde ich dann jetzt erstmal überarbeiten und würde sicherstellen, dass ich da genau ausdrücke, was ich möchte. Und da mache ich erstmal eine manuelle Überarbeitung, wo ich das wirklich auf ein Word-Dokument kopiere und Änderungen durchführe. Jetzt nehmen wir an, ich habe das einmal schon angepasst.
und kopiere meine Inhalte. Dann habt ihr so als nächstes Tool DeepL-Write, was umsonst ist. Dann könnt ihr hier die Blogbeiträge kopieren, so eure Inhalte. Und ich bekomme hier einfach Verbesserungsvorschlägen von dem System, von DeepL-Write, wo die auch sagen, ja, könnte hier diese Vorteile, also einmal wird ja Rechtschreibung und Grammatik kontrolliert und auf der anderen Seite werden dann nochmal Vorschläge gegeben, wie man diese Inhalte optimieren kann. Ich könnte auch hier einfach so ein Wort austauschen, einen Satz umformulieren oder halt Stil nochmal etwas ändern und sagen, ja, ich möchte das in einen bestimmten, ja, einfach geschäftlich, akademisch, locker, enthusiastisch und so weiter. Aber wir finden den jetzt mit den Änderungen, die hier vorgeschlagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und jetzt möchte ich nur noch sicher gehen, dass diese Inhalte eben nicht irgendwo anders verfügbar sind. Und dafür habt ihr den Dupli-Checker. Und dieser Dupli-Checker ist auch umsonst. Und ich kopiere einfach meine Inhalte hier, meinen Blogbeitrag in den Bereich rein. Ist einmal bestätigen, dass ich kein Roboter bin. Und ich gucke, ob diese Inhalte es schon irgendwo auf dem Netz geben, von irgendjemand anders benutzt werden. Und zwar denkt er jetzt erstmal. Und damit können wir eben sicherstellen, dass wir auf der einen Seite für auch unsere SEO-Aufgaben Inhalte haben, die eben es nirgendwo anders gibt, dass die von den Algorithmen nicht penalisiert werden. Und ich stelle auch sicher, dass ich da keine Rechte von Dritten verletze, die diese Inhalte in einem bestimmten Bereich benutzt haben. Und dann würde ich hier sehen, diese Texte gibt es im Netz bisher nicht. Also das ist ja Unique Content. Das heißt, jetzt könnte ich das mit gutem Wissen und Gewissen auch auf meine Webseite hochladen und sicherstellen, dass ich da eben keine Inhalte habe, die irgendwo anders benutzt werden. Und das ist dann eben eine schöne Ergänzung, diese drei Tools, wo man sehr, sehr gut miteinander arbeiten kann, um Inhalte zu generieren über ChatGPT, manuell anpassen, dann über DeepL-Write verbessern und letztendlich über den Dupli-Checker dann sicherstellen, dass diese Inhalte nirgendwo anders benutzt werden. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserer Präsentation. Und wir haben jetzt hier sichergestellt, ich habe Inhalte erstellt, die einfach gut recherchiert sind, die ich angepasst habe, dass meine Marke gut rüberkommt. Habe die nochmal gegengecheckt und letztendlich sichergestellt, dass es nirgendwo im Netz diese Inhalte auch benutzt werden. Damit könnte ich da nochmal meine Inhalte auch für Social Media schreiben. Also KI können wir das super nutzen, um Inhalte zu entwickeln, die eben für meine Zielgruppe perfekt passen, meine Produkte präsentieren. Kann auch KI fragen, so nach optimales Timing, um zu posten. Kann Analysen über das Engagement von meinen unterschiedlichen Social Media Posts bekommen und dann letztendlich auch die ja, gute Inhalte zu entwickeln. Zum Beispiel habe ich hier ein Bild generiert und für die Entwicklung von diesem Bild habe ich die sozusagen Adobe Express benutzt. Adobe Express ist von der ganzen Adobe-Welt wie Photoshop und damit könnt ihr dann Bilder umsonst generieren. Das könnt ihr auch bei Dolly machen, also über ChatGPT, auch mit den bezahlten Optionen. Und wenn wir das dann hier formulieren, haben wir ein Bild, was eben auch sehr realistisch ist über diesen Käse. Und wenn wir dann auch wachsen möchten, also wir können ja die Inhalte dann auch anpassen, entweder wenn wir so in andere Märkte expandieren, zum Beispiel wollen wir jetzt nach Frankreich expandieren und haben unseren veganen Käse. Das heißt, wir können hier klischeehaft anstelle von einem Brot dann nochmal hier so ein Croissant zeigen, dass das etwas so bildlich an die Zielgruppe angepasst ist und können dann nicht nur von dem Bild, also auch die Sprache, einfach diese kulturellen Nuancen berücksichtigen und sicherstellen, dass es immer noch sich wie unsere Marke auch anhört und anfühlt. Und das könnt ihr auch über ChatGPT anpassen. Und natürlich geht es darum, nicht nur jetzt so für einen neuen Markt, aber ihr könnt auch eure Produkte oder Inhalte dann immer anpassen für unterschiedliche Zielgruppen. Also ich habe hier meine Produkte, das sind meine USPs.
ich möchte eine jüngere Zielgruppe erreichen oder ich möchte eine Zielgruppe erreichen, für die besonders wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit oder ähnliches, sodass ihr da Content speziell für die Zielgruppen entwickeln könnt und wo ihr wirklich da nochmal im Detail auf diese Anforderungen oder diese ja, Bedürfnisse von den individuellen Gruppen an Menschen auch nochmal eingeht. Was auf einmal super Möglichkeiten auch für die einerseits so für die Skalierung von den ganzen Content macht, aber auch für die Hyperpersonalisierung, da wir sehr, sehr einfach dann auch Kampagnen anpassen können, die für bestimmte Zielgruppen relevant sind. Und wenn wir Inhalte entwickeln, haben wir, will ich euch noch was an die Hand geben. Also es gibt hier, wenn wir die Aufgaben formulieren, oder die Tonalität festlegen, ist hier so ein kleiner Cheat-Sheet, den ich euch zur Verfügung stelle. Also wenn wir Aufgaben formulieren, gibt es dann Wörter, die uns helfen, wie fasse zusammen, erkläre, brainstorme, entwirf, beschreibe, klassifiziere, übersetze, vergleiche, stelle gegenüber, generiere, analysiere, identifiziere, bewerte, transformiere, verfasse, kritisiere, optimiere, sage voraus, gliedere, überprüfe, schlage vor oder verbessere. Und da haben wir jetzt so einige Wörter, die uns da helfen, die Aufgaben besser zu beschreiben, was unsere Erwartungshaltung ist an ChatGPT. Und wenn wir auch an Output denken, ist ja auch die Tonalität wichtig. Was wollen wir denn da rausbekommen von ChatGPT oder den anderen Tools? Möchten wir das informell, formell, akademisch, überzeugend, konventionell, professionell, technisch, freundlich, humorvoll, ernst, inspirierend, objektiv, subjektiv, erzählerisch, diplomatisch, beschreibend, analytisch, instruktiv, bestimmend, optimistisch, pessimistisch, mitfühlend, ermutigend, direkt, sarkastisch, autoritativ, Umgangssprache, präzise, ausführlich, kritisch oder höflich, kann ich eine ganze Aufzählung fast ohne zu atmen durchführen hier. Und das sind dann so Hilfestellungen, die ihr habt, einfach das Output auch besser zu beschreiben. Was möchte ich von meinen KI-Systeme haben für meine Inhalte? Und das Gleiche ist, wir wollen ja sehr, sehr präzise sein, was wollen wir erreichen? Und wenn wir Bilder erstellen, gibt es auch hier so Hilfestellungen. Wenn wir sagen, es gibt bestimmte Stilrichtungen, wie fotorealistisch, Kubismus, 3D, Skizze, abstrakt, surrealistisch, Cartoon, Pixel Art, Ölgemälde, Aquarell, minimalistisch, digitale Kunst, Retro und ziemlich viele weitere. Also da ist es wichtig, so dass wir dieses System erklären, was für eine Art von Bild möchten wir haben, sodass es auch unseren Erwartungen entspricht. Und das Gleiche nicht nur von der Stilrichtung, sondern dass wir auch das Bild etwas genauer beschreiben. Was wollen wir haben? Welchen Winkel? Ist das über Vogelperspektive? Soll es eine Nahaufnahme sein? Weitwinkel? Welche Farben? Welches Material? Detailreich, einfach, elegant, kräftig, sanft? Haben da ganz viele Wörter, ganz viele ja, beschreibende Wörter, die uns helfen, da genaueres Output zu generieren. Und denkt immer, sei so präzise wie möglich, einfach um das Output zu bekommen, was ihr auch für euch braucht im Marketing. Wenn wir uns das angucken, so als Content Creator, was können wir damit schaffen? Also natürlich eine sehr, sehr starke Effizienz, also können da sehr viele Inhalte schnell generieren. Es erhöht unsere Produktivität und unsere Reichweite, weil wir das natürlich auch alles personalisieren können. Dass es für unsere Zielgruppe besonders gut passt, all diese Anpassung durchführen. Und wir können das eben für benutzen, um eben Inhalte zu erstellen, Multi-Channel-Marketing zu machen. Das hört sich erstmal sehr fancy an, aber darum geht es eben, dass wir die Inhalte, die wir haben, auch für mehrere Kanäle nutzen können. Also die Inhalte, die ihr auf eurer Webseite benutzt, dass ich vielleicht auch eine Pressemitteilung schreibe, dass ich da nochmal Posts für Instagram durchführe, das für LinkedIn anpasse und ich kann diese ganzen Inhalte hervorragend mit meinem KI-System personalisieren und auch anpassen für die unterschiedlichen Plattformen, kann da Inhalte für meine Webseite, die Texte formulieren, Produktbeschreibungen
oder eben das auch für bestimmte Länder lokalisieren. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch so für die Verpackung gemacht habe, einfach weil ich meine Produkte in mehreren Märkten verkaufen wollte und dann auch die ganzen Texte auf der Verpackung dann super auch in diesen unterschiedlichen Sprachen übersetzt habe. Und wir kommen zum Ende dieses zweiten Teils. Geht immer recht schnell. Ich weiß, wir haben da viele Themen und gehen ein bisschen schnell rüber. Aber ich hoffe, ihr konntet gut mitkommen. Und als Zusammenfassung, also wir haben ja hier mit KI einfach unglaubliche Möglichkeiten und enorme Potenziale, was wir im Marketing machen können. Und wir müssen allerdings präzise arbeiten und gut strukturiert und präzise und gut strukturiert und Kontext geben an diesem KI-System, dass wir genau das bekommen, was wir uns auch wünschen. Und was immer wichtig ist, ist, überprüft die Informationen, die ihr bekommt, vor allem wenn es um Marktrecherchen geht oder Analysen, einfach um sicher zu gehen, dass wir hier ja, korrekte Inhalte haben. KI-Modelle können halluzinieren und können auch falsche Antworten geben. Und das ist immer wichtig, dass ihr es im Kontext behält. Und ich plädiere auch, dass ihr immer, wenn ihr KI nutzt für Recherchen und dann an weitere Teammitgliedern oder Partnern weitergibt, dass das auch angemerkt wird, damit wir eben auch alle wissen, was sind denn diese Rahmenbedingungen von dieser Recherche, die dann durchgeführt wurde. Und auch einige Tools, wenn wir zum Beispiel Inhalte für Social Media oder ähnliches benutzen, die erfordern auch, dass angemerkt wird, ob KI genutzt wurde oder nicht. Aber ihr habt da unglaubliches Potenzial für eure Unternehmen, KI zu nutzen, um eben eure Kunden zu erreichen, Kunden zu verstehen, Inhalte für eure Kunden zu erstellen und zu skalieren. Und das ist eine enorme Größe, die wir haben. Wenn wir mit KI arbeiten, dann können wir auch mit größeren Teams konkurrieren, auch wenn wir kleinere Teams sind, weil wir da eine unglaubliche Unterstützung an die Hand bekommen haben. Das ist das Ende des zweiten Teils. Ich hoffe auch, dass ihr gut mitgekommen seid und dass euch die Inhalte gefallen haben. Nice. Genau on points, 12 Uhr Punktlandung. geschafft. Punktlandung. Punktlandung, genau. Ja, wir haben noch 15 Minuten, um Fragen zu stellen. Ich habe versucht, hier alle Fragen zu beantworten, aber es gab ein paar, die ich gerne auch an dich weitergeben will. Nur, dass auch die anderen das auch mitbekommen. Und ich fange an mit: Ist Copilot auch bei einem Mac hilfreich? Fragt Marion. Ja, also Copilot ist in dem Office-Paket integriert. Das heißt, dass das auch jetzt in dem Office-System für Mac integriert ist und somit auch gut damit arbeiten kann. Perfekt, schön. Danke, danke. Thema Influencer. Gibt es eine KI, die in der Lage ist, zu recherchieren, welcher Influencer für mich und mein Produkt interessant sein könnte? Fragt Julia. Da gibt es so einige gute Systeme auch tatsächlich. Und was ich euch dafür empfehlen kann, ist, gibt es sogar mehrere Systeme. Also ihr kennt, vielleicht kennen die meisten so die OMR, also das ist die Online Marketing Rockstars. Das sind riesige Konferenzen im Bereich Marketing. Und ich mache jetzt keine Werbung in dem Moment für sie, aber wenn man auf die Webseite von ihnen geht, dann gibt es einen Bereich, das heißt Software. Und wenn ihr da draufklickt auf diesen Bereich Software, dann könnt ihr so nach Kategorien dann einmal aussuchen, zum Beispiel Social Media oder Influencer Marketing. Und da werden mehrere Tools vorgestellt, die auch tatsächlich für diese bestimmten Bereiche relevant sind. Und haben die jetzt aktuell auch für Influencer Marketing unterschiedliche AI-Tools zur Verfügung. Sehr cool. Das heißt, wir können alles mit AI machen. Wir müssen nur wissen, wo wir dann langlaufen können. Ja, und da gibt es auch tatsächlich, also es gibt eine AI für alles. Und wenn man nicht genau weiß, welche AI man nutzen möchte, dann gibt es eine AI, die uns hilft, AIs zu suchen. Und die heißt
There's an AI for that. Also das ist die Plattform. Sah ein cooler Tipp. Ja. Sehr cool. So, ich lese durch hier. Funktioniert auch mit Google Docs statt Microsoft Word. Ja, also das ist ein anderes Tool, das heißt dann Gemini for Workspace. Und das funktioniert sehr, sehr ähnlich. Da ist nur jetzt nicht ChatGPT, wie es in der Microsoft-Welt ist, integriert, sondern Gemini. Nur das ist noch etwas eingeschränkter. Also aktuell funktioniert das meiste nur, wenn man das auf Englisch eingestellt hat, was ich denke schon, wenn man in Deutschland arbeitet, eine starke Einschränkung ist. Und das andere ist zum Beispiel bei den Google-Präsentationen werden noch keine kompletten Präsentationen wie über PowerPoint durchgeführt, sondern da kann man eher Bilder einfügen. Das heißt, da müsste man schon die Struktur über Gemini erstellen und dann das anpassen und eben per Hand adaptieren sozusagen. Perfekt. Ich schicke gleich auch eine, beziehungsweise habe ich das noch schon gelauncht, die Umfrage für die zweite Sitzung. Wir wollen natürlich diese Bootcamps so gestalten, dass es hilfreich für euch alle ist. Genau, deswegen, wenn ihr das auch beantworten könnt, dann wissen wir, dass es hilfreich war. Ich mache weiter mit den Fragen. Kann ich von Nicole Kraus, kann ich ein Präsentationslayout auch einfügen, wenn ich im Job Vorlagen habe, mit zum Beispiel Logo etc.? Oder muss ich bei PP, also PowerPoint, immer neue Präsentationen öffnen? Das kann man, wie man das ganz normal über das Layout hinzufügt, dass wir so Layouts vorgeben, wo die immer gleichen Schriften, gleiche Layouts benutzen. Das kann man als Teil von den Vorlagen anlegen, sodass man dann nicht immer jedes Mal eine neue PPT kopieren muss oder ähnliches. Perfekt. Christopher Heger fragt: Hallo, können denn die Bilder bedenkenlos genutzt werden, die KI erzeugt hat? Also bei diesem Beispiel mit Hilfe von PowerPoint auf die Internetseite, Website-Seite. Also das ist etwas also auf jeden Fall ein interessantes Thema, was Bildrechte angeht. Und wichtig ist, dass ihr da immer genügend Zeit investiert, um sicherzustellen, dass ihr die rechtlichen Anforderungen von euren Unternehmen oder von euch selbst nachgeht. Und in dem Moment kann ich euch sagen, was der aktuelle Stand ist, aber es ist in dem Moment auch keine Rechtsberatung oder ähnliches in diesem Rahmen, sondern dass es dann auf eure Recherchen auch basieren muss. Aber der aktuelle Stand ist, dass soweit keine Rechte verletzt werden, man das benutzen kann. Also eigentlich ist das so, dass die Rechte oder die, sagen wir so, was ihr da eingibt in ChatGPT, DALL-E, Midjourney oder ähnliches, also euer Prompt, das ist euer geistiges Eigentum, was ihr daraus dann eingibt. Und was der Output kommt, das dürft ihr benutzen, aber solange es keine Rechte verletzt. Und da ist da, wo das ein bisschen kompliziert anfängt, weil wir müssen da verstehen, wie KIs funktionieren. Und KIs werden ja mit ganz vielen unterschiedlichen Daten trainiert. Und die Ergebnisse, die dann erzeugt werden, werden eben von dem Zusammenhang von diesen ganzen Daten erzeugt. Da würde ich euch auch immer empfehlen, dass ihr eine Reverse Image Search macht, also dass ihr dann über Google Images eingeht und da könnt ihr quasi immer so das Bild hochladen auf Google und dann wird geguckt, ob dieses Bild irgendwo anders benutzt wird. Und das ist dann immer ein guter Indikator, um zu sehen, ob das Bild schon so woanders existiert wird und ob ihr potenziell Rechte verletzt, die ihr ja, weil das Bild es schon gibt. Also das nur, wenn es jetzt zum Beispiel das Bild wie es beim Käse war. Wenn es aber auch reale Personen oder auf andere Sachen basiert, die es schon gibt, also da würde man auf jeden Fall Rechte verletzen, weil man die Genehmigung nicht hat, diese Personen sozusagen abzubilden oder diese Personen in bestimmten Kontext einzusetzen.
Schön. Ich lese auch ganz viele Komplimente wieder, Matthias. Ich glaube, wir müssen noch so solche weitere Bootcamps erstellen. Es freut mich, dass es auch hilfreich für andere ist. Ich bin selber auch ein Self-Employed und für mich wäre es auch super hilfreich, alle Tipps zu hören. Von daher lese ich auch ein paar Compliments für dich. Super Webinare, einen großen Dank. Tolles, sehr informatives Seminar. Vielen Dank, es war alles gut verständlich, auch für die analog aufgewachsene Generation. Freue mich auf morgen. Vielleicht kommt auch eine Frage. Wie heißt das Tool, um Tools zu suchen? Wie war das nochmal? There is an AI for that. There is an AI for that, schreibe ich auch hier für Corona-Begrenzer. Bitteschön. Was noch gibt's hier? Gabriella schreibt, gibt's eine AI, die alle meine Plattformen gleichzeitig bestückt, wie Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, mit meinem Content, da ich irgendwie händisch nicht alle verbunden bekomme? Sehr gute Frage. Ja. Also es gibt ein Tool, allerdings, also es gibt Automatisierungen sozusagen. Und zwar eine davon heißt make.com. Und da kann man dann eben diese unterschiedlichen Plattformen miteinander verbinden. Und da muss ja immer so ein Trigger sein. Also man muss immer da einen Start der Reise hinzufügen. Zum Beispiel, wir verbinden das mit unseren Google Docs, also mit Google Tabellen. Und jedes Mal, wenn ein neuer Eintrag in diesen Google-Tabellen kommt, dann wird diese ganze Kettenreaktion losgeschickt. Das heißt, dann werde ich füge eine Zeile hinzu, die meine Tabelle heißt Social Media Posts und dann schreibe ich veganer Käse und dann versteht, dann sieht Make, ich habe da was in meiner Excel oder meiner Tabelle verändert. Dann würde Make ChatGPT beauftragen, Social Media Posts für Instagram, LinkedIn und ein Newsletter zu erzeugen und dann würde dann ChatGPT das weitergeben an Instagram, LinkedIn und Co., diese Inhalte zu posten. Ich bin immer ein großer Bevorzuger, da bisschen etwas die Prozesse in der Hand zu haben, weil dann natürlich die ganze Qualitätsprüfung man da sicherstellen muss, dass diese Systeme die auch einhalten, die man da aufsetzt. Und ansonsten kann ich euch da eben solche Tools wie Neuroflash empfehlen, die eben die Inhalte entwickeln und das etwas noch viel mehr, man gibt die Rahmenbedingungen wie die Tonalität der Marke, die USPs, und dann einfach sagt, diese Systeme sagt, entwickel doch bitte Posts, für Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, wie auch immer, die ganzen Plattformen, die man haben möchte. Und die damit dann mit den Plattformen auch verbindet und veröffentlicht, aber man da noch mal ein bisschen mehr Kontrolle hat über die Inhalte, die dann die Welt besuchen. Perfekt. Ich sehe auch hier, viele schreiben, dass die Fragen und Antworten sehr interessant sind. Ich werde es tatsächlich für alle Sitzungen, diese Q&As als Datei auch mitschicken. Mit dem PDF, also mit dieses Handout, werden wir das PDF, die Präsentation, den Link für die Videos, weil wir nehmen das alles auf. Und auch diese Q&A, also die Fragen und Antworten, da ich diese auch sehr hilfreich finde für später. Genau. Da, was kommt? Ja, na, okay. Ich habe so viel Neues gelernt und wurde positiv inspiriert. Ich auch, Geraldine. Dankeschön, Spannend und Donna. wichtige Inputs. Danke, danke, danke. Ich bin richtig traurig, kann ich morgen nicht dabei sein. Schade. Aber wir schicken, wie gesagt, alles per Mail. Hoffentlich bis Ende der Woche haben wir alles bereit für euch. Freue mich auf morgen, wir auch. Ja, ist wirklich super, absolut hilfreich. Ich habe eine viel bessere Vorstellung über die Möglichkeiten und die Vielfalt. Irre. Danke sehr. Ja, sehr schön. Jetzt kommt weniger Fragen, nur Praise. Das freue ich mich auch. Dann vielen, vielen Dank dafür. Ist es noch zeitgemäß, die Homepage mit möglichst vielen Keywords zu bestücken, um es SEO optimal zu gestalten? Inzwischen wirken viele Homepages deshalb ja so beliebig, dass man sie gar nicht mehr aufmerksam liest, fragt Lotta.
Also, wenn es um Webseiten und SEO gibt, also es ist eigentlich gut, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anguckt von SEO, um zu verstehen, ob das zeitgemäß oder nicht. Weil damals, sozusagen, als es gestartet hat, hatte ja Google das alles, die ganzen Webseiten indexiert durch die Keywörter. Und was haben dann viele Leute gemacht? Eben angefangen, halt Keyword-Spam zu betreiben. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von Google, sondern Googles Geschäftsmodell ist es auch, die Antwort zu deiner Suchanfrage zu bekommen und die bestmöglichste Antwort. Weil wenn ich die Antwort bekomme von meiner Frage, die ich Google gestellt habe, dann würde ich bei meiner nächsten Suchanfrage wieder Google nutzen und nicht ein anderes System. Somit kann Google mehr Anzeigen verkaufen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil dieser Keyword-Spam, auch der wird auch langfristig nicht was bringen, wenn man keine guten Inhalte bringt. Also viel mehr als Keyword-Spamming muss man sich die Autorität in bestimmten Bereichen etablieren und eben gute, hochwertige Inhalte zu erzeugen, die auch natürlich gut mit KI generieren könnt, aber Inhalte, die für Menschen gemacht sind und nicht nur für Algorithmen. Das ist also ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Danke, Matthias. Was kommt noch? Katharina schreibt, ich lese das auch. Vor allem an euch beide auch für eure Sprache. Ihr sprecht ja beide fantastisch als Nicht-Muttersprachler. Also Matthias auf jeden Fall schon, ich nicht, aber Dankeschön. Wenn ich sehe, wie schwer ich mich mit meinem Spanischkurs tue, der Inhalt des Kurses ist wirklich super hilfreich. Danke und gerne mehr davon. Danke, Katharina, sehr lieb. Copilot, funktioniert das auch bei Apple? Ja, gar kein Problem. Also Copilot ist an der Office-Welt geknüpft, funktioniert ohne Probleme bei Apple. Ich habe auch einen Apple-Computer, das heißt, da habe ich auch gerade die Apple-Vorführung direkt bekommen gerade. Super, super, super. ¿Qué más? ¿Qué más? Noch weitere Fragen? Ihr seid sehr lieb. Es gibt sehr viele mehr Komplimente als Fragen, was auch gut ist. Ich habe nicht ganz verstanden, unter welchen Texten, Inhalten man angeben muss, dass sie mit KI erstellt wurden. Auf der Website ja nicht, oder? Auf der Webseite muss man das nicht formulieren. Also da geht es darum, wenn wir mit anderen Teammitgliedern oder Partnern zusammenarbeiten oder Recherchen durchführen, dass es sinnvoll ist, einfach zu erklären, dass es mit KI erzeugt wurde, zum Beispiel als Quellenangabe oder ähnliches, um diese Rahmenbedingungen zu verstehen. Bei den Bildern, das wird automatisch mittlerweile von Instagram und Co. entdeckt, sozusagen, ob da KI benutzt wurde oder nicht. Und da sieht man ja immer so diese kleine Anmerkung über KI. Sehr gut, danke, danke. Oh, wir kommen auf die Zeit. Vincent hat gefragt, ist es möglich, ein Produktbild mit KI zu generieren, das auf einem selbstgemachten Foto basiert, um sicherzugehen, dass das Produktbild das tatsächliche Produkt beinhaltet? Komplexes Thema. Also da habe ich tatsächlich schon so die Grenzen von KI angekommen, um das genau zu versuchen, dass man dann mit KI meine eigene Verpackung dann in ein Bild einbaut. Und da kommt aktuell KI noch an den Grenzen. Also was ich da gerne nutze, ist eben, dass ich dann ein erstes Bild erstelle über Dolly, Adobe Express oder ähnliches und eben der KI auch beschreibe, dass ich da in der Mitte Platz lassen soll für eine Verpackung oder dass die eine Musterverpackung einbinden, die ich dann für meine eigene Verpackung ersetzen kann und dann über Photoshop das dann manuell austauschen, dass man da das einfügt. Aber ak aktuell habe ich das auch noch nicht hinbekommen, dass die KI-Systeme dann die einzelnen Verpackungen dann übernehmen, weil die nehmen das eher so als ich lerne. Und dann werde ich von deiner Packung inspiriert und dann kommen andere Verpackungen raus, auch wenn man die Dateien hochlädt. Das heißt, dieser manuelle Weg über Photoshop ist eine gute Möglichkeit, das zu umgehen.
Dankeschön. Susanne hat fleißig dreimal die gleiche Frage gestellt und ich habe das übersehen, sorry. Wie weit können wir KI nutzen? Fragen zu CSS oder HTML? Also, die verstehen auch Programmiersprachen, die KIs, aber da denke ich schon, dass das uns helfen kann. Aber meine persönliche Meinung dazu, es ist ja auch, wie ich das sagen würde, lieber ChatGPT, formulier etwas auf Chinesisch. Und wenn ich das auch nicht beurteilen kann, was eben da geschrieben wurde von ChatGPT, dann sollte ich doch vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich veröffentliche, um sicherzustellen, dass es eben auch korrekt funktioniert. Und das Gleiche, auch wenn es um Programmieren geht, einfach um sicherzugehen, dass eben der Code, der da hergestellt wird, einfach korrekt ist, keine Fehler in meine Webseite einbaut und letztendlich vielleicht auch nicht meine Webseite in irgendeiner Art und Weise angreifbar machen kann. Daher würde ich da immer eine gute Unterstützung, aber man sollte schon die Sprache etwas sprechen können, um das zu beurteilen.